Salam alaikum, liebe Leute. Ich war 2016 in Mekka, in Kaaba. Ich durfte von tausenden Leuten durfte ich diesen Stein küssen. Erste Mal habe ich den Stein für Allah geküsst. Es hat problemlos funktioniert. Zweite Mal habe ich für meinen eigenen Nefs geküsst, versucht zu küssen. Und ich war hier kurz davor. Auf einmal war ich 3 Meter entfernt. Ich weiß nicht, wie schnell das passiert ist. Und habe gesagt, ich küsse es wie nie wieder. Und irgendwann bei meinem letzten Tawaf, die letzten Tage, wo ich in Kaaba war, hat mich eine Kraft dahingezogen. Ich könnte es wieder problemlos küssen und habe die Technik herausgefunden. Deshalb mache ich dieses Video, dass ihr diese Technik andere muslimische Leute zeigen könnt. Und wenn ihr da seid, inshallah, vor Ort, könnt ihr diesen Stein küssen. Ganz wichtig ist, man muss Sabr haben. Sabr, Sabr, Sabr. Man darf keine Gewalt dort ansetzen. Das heißt, Leute schubsen etc. Das ist Haram. Es ist zwar Sunnat, den Stein zu küssen, aber es ist Haram, wenn man dabei Menschen verletzt, schiebt etc. So. Sabr muss man haben. Das funktioniert nur mit Sabr, nichts anderes. Zu die Schwestern, die das küssen wollen, also die muslimische Frauen, macht das nicht. Es ist sowas von voll in diesem Bereich. Das konnte ihr vielleicht an dem Foto sehen. Das ist Kaaba-Eingang. Kurz daneben ist halt dieser Stein. Macht das nicht. Das ist wirklich, man kommt mit so viel Berührung, mit so vielen Männern und es ist nicht schön, um nur den Stein zu küssen, dass man dort Haram begeht, bewusst oder unbewusst. Wie gesagt, am Ende habe ich es geschafft, 20 verschiedene Leute dahin zu bringen. Also wenn ihr das hier seht, hier unten ist der Kaaba-Tor. Hier links davon ist der Stein. Und hier entstehen zwei Gruppen. Eine Gruppe will zu Kaaba-Tor, eine Gruppe will Richtung Stein. Und man geht dann Richtung diesen Stein, dann landet man hier ungefähr. Hier ist Kaaba-Tor, könnt ihr ja sehen. So, wenn man schafft, diesen Stein, Marmorstein, das ist ein Marmorstein, wo ein Soldat davor steht. Wenn man schafft, diesen Marmorstein, ich drehe mal ein bisschen die Kamera um. So, wenn man schafft, diesen Marmorstein hier so reinzugreifen, dann ist das die halbe Miete. So, wie schafft man das? Zwei Gruppierungen, man muss einfach mit ihm, wie so Wasser, einfach mitgehen. Es werden hier viele Leute sein, die diesen Stein küssen möchten. Einige küssen den, gehen weg. Einige haben die Kraft nicht mehr dazu, gehen trotzdem weg. Und so einen Stein küssen kann 5 bis 20 Minuten dauern, bis man drankommt. Also, wenn man diesen Stein, Marmorstein gefasst hat, wartet man und mit der Strömung geht man einfach langsam, langsam, langsam nach vorne. Man braucht eigentlich nichts machen, um nur mit der Strömung mitzugehen. Und irgendwann wird man hier vorhin kommen. Hier ist der Stein und ist der Marmorstein. Irgendwann ist man hier und wenn man sich davor hinstellt, ist man eigentlich geschützt, weil von hinten will ja keiner rankommen. Da ist ja keiner da. Also ist der Rückenbereich geschützt. So, diesen Abstand beträgt ca. auch 30-40 cm und diese 30-40 cm kann nochmal 5-6 Minuten dauern. Deswegen muss man da auch wieder Geduld haben, warten, 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 sabbel, sabbel. Und sobald die Menschen das geküsst haben, weggehen, müde geworden sind, aufgeben, weggehen, kann man nach vorne, steckt man seinen Kopf ein und küsst man. Und es ist ein Wahnsinngefühl, wenn man diesen Kopf hier drin hat, obwohl so viele Menschen drumherum sind. Ist das ein Wahnsinngefühl, was für eine Ruhe dort herrscht? Und subhanallah, das ist unbeschreiblich, unbeschreiblich. Wie gesagt, nochmal: 20 Leute habe ich dahin gebracht, die mit diesen Technik das geküsst haben. Und ich habe die Leute hier vor festgehalten, bin langsam mit der Strömung mit nach vorne gegangen. Es ist super einfach, es ist nicht schwer. Ich wünsche, dass ihr es inshallah schaffen könnt. Guckt euch das Video mehrfach an, um es zu verstehen. Sabir, Sabir, Sabir. Anschließend zeige ich euch 2, 3 Videos, was ich vor Kaaba gedreht habe. Ich hoffe, dieses Video war hilfreich. Dankeschön, bis dann. Salam alaikum. Wie machst du das, Murtaza? Das mit dem Hajar al-Aswad-Stein? Normal, wo der Soldat steht, da ist ja so ein Stein. So, man muss sein, mit dieser Hand hier reingreifen, das ist ganz wichtig. Wie ich schon vorhin erzählt hatte, so festhalten und da ist ja der Stein. Ne? Und dann kommt diese Person, die das küssen soll, davor. Geht man langsam, langsam. Und wie gesagt, mit Geduld, lass die anderen ruhig küssen. Sobald die diesen Stein geküsst haben, das wird ein bisschen leerer. Und dann geht man langsam, langsam nach vorne. Und wenn diese Person reingekommen ist, drückt man nur seinen Kopf runter. Wie gesagt, das ist so einfach, aber vorne aufzunehmen ist verdammt schwer, weil da sind ja auf einmal 20, 30 Leute, die vorne sind. Da kann man schnell sein Mobilgerät verlieren. Und ich empfehle jedem, wenn ihr Niyat macht, dass ihr das für Allah machen wollt. Und wenn ihr Niyat macht, dass ihr niemand dabei wehtun wollt, oder mit Gewalt, dann könnt ihr das schaffen. Und was für ein Gefühl ist das,
den Menschen, den Leuten hier zu helfen, die den Stern einfach anfassen wollen? Ehrlich gesagt, im Koran gibt es eine Verse, ich weiß jetzt nicht genau welche, da steht, und beeile dich mit guten Taten. Guck mal, wie viel Macht hinter dieser Verse drinsteckt, und beeile dich mit guten Taten. Und ja, wir müssen uns beeilen, denn wir wissen nicht, wann der Tod kommt. Und das ist ein Traum von Millionen von Muslimen, die diesen Traum haben. Und wenn man das ermöglichen kann, ist das natürlich eine schöne Freude, dass Allah mir diese Kraft gegeben hat, dass ich das umsetzen kann. Ich bin theoretisch in diesem Moment eine Brücke, aber wie gesagt, ich bin natürlich Ringer, ein bisschen kräftiger. Das kann aber auch hier ein anderer Sportler schaffen. Nur muss man nach Technik gehen, ohne Gewalt. Sabit haben, Sabit haben, Sabit haben. Sowieso, wer jetzt zum Hajj kommt, der muss Sabit haben. Dann kann es funktionieren. Assalamu alaikum. Diese Technik, das geschafft. War das einfach oder schwer? War das ganz schwer, aber mit deiner Hilfe. Nicht mit Allah an uns geholfen. War ein großer Traum von jedem von uns, ja? Ja, inshallah. Sehr schön, danke schön. Schickt euch nach. Sehr schön. Bis dann, bis dann. Das ist cool. Ja, wo? Wirklich da, wo diese Stein ist.